Das Salz der Erde, drittes Kapitel. Am nächsten Abend las Igor das Gleichnis vom barmherzigen Samariter vor und sprach dann in ganz einfacher Weise etwas darüber, wie wir alle verlorene und unter die Mörder gefallene Leute seien und nur des Heilandes Hülfe uns erlösen könne. Er sei der barmherzige Samariter, der dazugekommen ist, sich unser anzunehmen. Soweit war alles gut. Aber dann räusperte sich Igor Wassiljew, der Kirchenälteste, und meinte, »Jetzt muss ich doch auch etwas sprechen.« »Sage einmal, Igor, wo hast du denn all diese Weisheit her?« »Aus Gottes Wort«, war die Antwort. »Ich habe zuerst wirklich geglaubt an Jesu Gnade, und dann bekam ich Lust, mehr von seinem Wort zu wissen, als die paar Evangelien, die der Pope vom Altar her verliest.« Und wo man so oft gar nicht verstehen kann, wovon die Rede ist. Es ist doch nicht recht, dass alle anderen Stücke vom Wort Gottes uns nirgends gesagt werden. Fedor Wassiljew runzelte die Stirn. Seit wann versteht sich ein einfacher Muschik darüber auch nur zu denken, dass ob etwas recht ist oder unrecht, was unsere heilige Kirche uns vorschreibt? Fedor hat recht, rief ein alter Bauer. Es ist eine Sünde, dass so ein junger Mensch anfängt, klüger sein zu wollen als unser Väterchen, der Pope. Still, rief ein anderer, lass doch Igor antworten. Igor legte seine Hand auf die Bibel und fragte, ist das Gottes Wort? Gewiss, bekräftigte man von allen Seiten. Kann Gottes Wort uns schädlich sein? Fragte er weiter. Zögernd erfolgte ein Nein. Hat Gott irgendwo gesagt, Kinder, lest nicht alles in meinem Buch? Nein! Dann möchte ich gerne wissen, warum man uns 99% verweigert. Schulen haben wir in unserem Dorf nicht. Und in den Schulen, wie sie in den größeren Dörfern sind, lernen die Kinder wieder fast nichts mehr von der Bibel, als nur die Sonntagsevangelien. Wenn Gott das alles für uns offenbart hat, was in seinem Buche steht, dann lag es doch in seiner Macht, uns nur jeden Teil zu geben, den man uns auch in der Kirche vorliest. Gottes Wort soll ein jeder kennen. Denn wie kann ich einmal vor Gottes Gericht kommen und dort sagen, verzeihe, ich habe dein Wort nicht gekannt. Ich habe das undeutliche Lesen in der Kirche, wo es so schnell als möglich geht, nicht verstanden. Kein Mensch hat es mir erklärt. Verzeih mir, wenn ich also nicht so geworden bin, wie du mich haben willst. Das sieht doch jeder ein. Das geht nicht. Wenn der Kaiser einen Brief schreibt und etwas befehlen würde für den Krieg oder über die Steuern oder sonst was, dann muss die Landpolizei uns alles vorlesen und ist noch verpflichtet, uns alles pünktlich zu erklären. Und hier ist die Botschaft Gottes zu unserer Seligkeit, wonach wir am jüngsten Tag gerichtet werden sollen. Und da sollen wir nicht alles wissen? Igor hat recht, schrie ein junger Bauer und schlug mit der Faust auf den Tisch. Still, gebot der Kirchenälteste. Ich will dich einfach so fragen. Erlaubt die Kirche das, was du tust? Igor antwortete fest. Verboten hat sie es nicht. Wenigstens habe ich niemals von solch einem Verbot gehört. Aber wenn sie es verbieten würde, dürfte ich doch nicht gehorchen. Denn es steht in Gottes Wort geschrieben, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Nach einer kleinen Pause sagte Igors Onkel, Leute, lasst mich mal reden. Ihr kennt mich doch seit vielen Jahren. Und ich habe in der Dorfversammlung immer einen guten Platz gefunden für meinen Rat. Ich war auch früher ebenso blind wie ihr alle und dachte nicht daran, dass mir etwas fehlen könnte. Ich meinte, wenn ich auch mal einmal betrunken war oder beim Handel jemand etwas betrog, so schade das alles nichts, denn wenn's zum Sterben käme, so würde ich von dem Popen mit allem ausgestattet, dass ich doch selig werde. Da hat Igor zuerst bloß vorgelesen, was der liebe Gott selbst sagt in seinem heiligen Wort. Und da bin ich erschrocken, bis ins Herz, und habe eingesehen, dass ich nichts tauge, dass ich gänzlich verloren wäre. Und dann hörte ich das Evangelium,
dass Jesus für uns Sünder gekommen ist und man nur braucht, an ihn zu glauben. Und das war mir etwas ganz Neues, wie meine alten Ohren es noch nie gehört hatten und wie ich das erst glaubte, da wurde ich ganz ruhig und glücklich. Seither trinke ich keinen Schnaps mehr und meine Frau soll sagen, ob ich ihr seither auch nur ein böses Wort gegeben habe oder ob wir nicht seither miteinander leben, so friedlich und freundlich wie im Paradiese. Ja, ja, schluchzte seine Frau unter Tränen. Nun seht, meinte der Alte, wenn ich ein krankes Pferd habe und der Fälscher gibt mir eine Medizin zum Draufschmieren und alle anderen sagen, das tauge nichts und ich habe doch damit mein Pferd kuriert, dann frage ich nach den anderen nichts, dann weiß ich, was gut ist und kann nur jedem raten, das Mittel zu gebrauchen. So ist es auch mit diesem Gotteswort. Hört es und glaubt es und fangt dann an zu leben, wie das Gotteswort sagt. Dann werdet ihr nicht alle nur zufrieden sein in euren Häusern und glücklich sein. Nein, dann wird auch der jüdische Schenker, der Unmensch und Seelenräuber bankrott werden. Und Gott im Himmel wird sich über unser Dorf freuen, dass wir wirkliche Christen geworden sind. Als er schwieg, riefen manche ihm Beifall zu. Andere schwiegen oder murmelten etwas in den Bart. Nur der Kirchenälteste nahm es sich heraus, dennoch zu erwidern. Leute, die Sache ist viel schlimmer, als ihr denkt. Setzen wir den Fall, Igor und sein Onkel haben eine falsche Lehre. Und das möchte ich fast behaupten, denn sonst, wenn sie allein Recht haben, hätten der Pope und wir alle Unrecht. Und wir alle würden ja dann nach ihrer Lehre verloren gehen müssen. Und das kann doch keiner glauben. Also sage ich, setzen wir den Fall, sie haben Unrecht. Dann dürfen wir nicht ihnen nach in die Grube gehen, wo wir uns und unsere Kinder von der Kirche abreißen. Abtrünnige und Unchristen werden. Setzen wir aber den Fall, sie haben Recht. Dann muss doch zuerst unser Zarväterchen im ganzen Reich befehlen, dass man solchen Glauben annimmt. Denn das Zarväterchen ist von Gott gelehrt und gesalbt mit heiligem Salböl. Und zuerst muss er doch einen Befehl geben und dann können alle Popen im ganzen Lande so lehren, wie Igor sagt. Darum ist meine Meinung. Ich bleibe bei meinem alten Glauben. Denn wer weiß, was aus diesem Neuen noch alles wird. Ich habe jetzt heute hier genug gehört. Ich will morgen mit unserem Popen darüber sprechen und dann soll der uns seine Meinung sagen. Am anderen Tag erschien nun auch der Pope in dieser Versammlung und fuhr Igor unsanft an. Was bringst du für Ketzereien in unser Dorf? Welcher gutgläubige Christ braucht solch ein protestantisches Buch zu lesen? »Protestantisch?« fragte Igor erstaunt. »Protestantisch? Hier steht ja doch auf dem Titelblatt, gedruckt in der Druckerei des Heiligen Synod.« Erstaunt nahm der Priester die Bibel in die Hand. Er mochte in seinem Leben noch nicht viele gesehen haben. Vielleicht seit seinem Unterricht im Priesterseminar war das die erste. Nach einer Pause erklärte er, »Ja, ja, das Buch ist richtig. Und ich will dir auch gar nicht verbieten, darin zu lesen. Denn warum?« Es kann dir doch nicht schaden, wenn du nur außerdem ein recht treuer Diener unserer Kirche bleibst. Aber du sollst hier nicht andere Leute bei dir versammeln und ihnen vorlesen. Väterchen, sagte Igor lachend, da ist doch ein Widerspruch in deinen Worten. Wenn mir das Lesen gut ist, warum soll ich denn nicht an den anderen daraus vorlesen, die nicht zu lesen verstehen? Der Pope hustete verlegen und sagte, »Tja, das verstehst du nicht. Es ist schon Häresie und Ketzerei, wenn du anfängst, deinem geistlichen Vater zu widersprechen und solche protestantischen Fragen zu stellen. Nimm dich in Acht. Wenn ich darüber seiner Heiligkeit beim Erzbischof Bericht erstatte, dann kannst du eingesteckt werden oder nach Sibirien verschickt werden.« Igors Tante fing wieder an zu schluchzen und mehrere der Bauern bekreuzten sich unwillkürlich. Igor aber sagte furchtlos, »Väterchen, davor habe ich keine Angst.«
Seit ich weiß, dass mein Heiland mich liebt und für mich sorgt, fürchte ich mich vor gar nichts mehr. Was können mir Menschen tun? Hat doch der Herr selbst gesagt, fürchtet euch nicht vor denen, die nur den Leib töten und die Seele nicht töten können. Der Pope war offenbar verblüfft, denn so energischen Widerstand hatte er gar nicht erwartet. Nun, sagte er nach einer Pause, ich will dir etwas sagen. Damit es keinen Lärm gibt, erlaube ich dir, in eurem Hause die Bibel zu lesen. Und wenn dein Onkel und deine Tante dir dabei zuhören, dann will ich auch noch dazu schweigen. Aber Fremde dürfen sich hier nicht versammeln. Und wenn du nicht zur Kirche kommst und der heiligen Mutter Gottes keine Wachsbilder stellst und nicht zur Beichte gehst, dann werde ich doch über dich berichten. Man kann das neumodische Treiben nicht länger dulden, dass so jeder Bursche will klüger sein als die heilige Kirche und ihre Diener. Dann wandte er sich an den alten Relidov und sagte mit süßsaurem Lächeln, »Dich scheint der Igor schon ganz schön verdorben zu haben.« »Tja, wann bin ich früher zu dir gekommen, dass du mir nicht sofort ein Gläschen Schnaps angeboten hast?« Und jetzt streite ich mit dem Taugenichts da herum, dass mir der Hals trocken wird und du bringst mir nichts zu trinken? Tee könnt ihr haben, Väterchen, sagte Relidov verlegen. Aber seit ich an das Buch glaube, gibt es bei uns keinen Schnaps mehr. Dem Geistlichen schwoll die Zornesader auf der Stirn. Keinen Schnaps mehr! Hört ihr das, Leute? Und das wollen rechtgläubige Bauern sein! Das ist doch die reine Verblendung vom Teufel, dass man einem Christenmenschen und noch dazu dem eigenen Dorfväterchen keinen Schnaps mehr anbietet. Was soll daraus werden? Nüchterne, fleißige, gute Menschen sollen daraus werden, sagte Igor eifrig. Der Schnaps ist von dem Teufel erfunden und ist ein Mörder. Wisst ihr noch, wie euer Vorgänger betrunken gestorben ist? Wisst ihr noch, wie viele an den Bettelstab gekommen sind in den letzten Jahren, seit der Jude die Schenke im Dorfe hat? Ist das nicht eine Schande, dass Christenmenschen, die den Namen des Heilandes im Munde führen, sich unter das Tier erniedrigen? Unsere Hunde und Schweine sind besser als viele Leute im Dorf, denn die sind nie betrunken. Väterchen, ihr solltet dagegen sprechen, aber nicht auch noch ein schlechtes Beispiel geben. »Unerhört«, schrie der Pope, »beim heiligen Nikolaus, dem Wundertäler, ich werde dieses Unkraut aus dem Dorfe ausjähen. Da hört doch alles auf, wenn man uns den Schnaps verbieten will. Kommt, Leute, wer von euch noch zu mir und zu unserer heiligen Kirche gehört, der soll jetzt gerade mit mir, diesem Verführer zum Trotz, in die Schenke gehen.« Igor wandte sich entrüstet ab und kämpfte mühsam eine heftige Entgegnung nieder. Einige der Bauern standen wirklich auf und folgten dem scheltenden Popen nach. Kaum aber hatte sich die Tür hinter den Fortgehenden geschlossen, da trat ein junger Bauer namens Nikita auf Igor zu und sagte, »Heute hast du mich gewonnen. Ich hab's gesehen, dass der Pope dir nichts Vernünftiges widerlegen kann. Schlage ein! Wir wollen Brüder sein, und wenn du nach Sibirien gehen musst, dann gehe ich mit.« Gerührt wandte sich Igor zu ihm und umarmte ihn. Der alte Relidov aber sagte ernst, »Kinder, jetzt ist die Freude an diesem Lesen und Beten bald vorbei. Es wird nicht mehr lange dauern, dann wird der Pope, vereint mit dem Juden, uns verklagen, und wir kriegen die ganze Polizei auf den Hals. Wer weiß, ob wir nächstes Jahr um diese Zeit noch hier in unserer Heimat sein werden.« »Keine Angst, Onkel«, rief Igor eifrig. »Die Welt ist überall des Herrn, und wo wir mit ihm zusammen sind und in ihm Frieden haben, da haben wir es auf Erden so gut, wie wir es uns nur wünschen können.« »Und ich schlage vor«, sagte ein anderer Bauer, »dass man von nun an wirklich vorsichtiger ist. Erstens wollen wir außer diesen paar, die jetzt eben treu geblieben sind, keine weiteren mehr einladen zum Bibellesen und Beten. Und zweitens schicke ich morgen meine Frau zu der Frau des Popen mit einem halbjährigen fetten Schwein und lasse ihr sagen, wenn ihr Mann den Igor in Frieden lässt, solle sie sein nächstes Herbst zwei solcher Schweine kriegen.
Freilich, lachten die meisten, freilich, das kann nur helfen. Und ich würde es nicht tun, entschied Igor. Wir wollen uns nicht mit solch schlechten Mitteln selbst helfen. Ach was, sagte derselbe Bauer wieder. Besser machen wirst du diese Leute doch nicht, dann halte sie dir doch wenigstens vom Halse.